Du bist Barmaid vom Jazzkeller, ich bin Barmaid vom Jazzkeller, ja genau. Und? Läuft jeden Freitagabend so? Ja, eigentlich schon, ja. Wenn heute Abend haben wir anderthalb Stunden vor Konzertbeginn immer schon Pumpen voll gehabt, ja. Was ist denn speziell an dem Jazzkeller? Ja, das ist jetzt immer 30 Jahre Jubiläum und die Leute fühlen sich da wohl. Es ist ein kulturelles Angebot, das einfach stattfindet. Hervorragende Musik, jedes Mal sensationelle Bands. Das gibt es gar nie in dieser Gegend. Also von dem her, ich kann es nur weiterempfehlen an alle Leute. Kommt auch Jazzclub. Es ist einfach fantastisch, was man hier erleben kann. Was führt euch in den Jazzkeller hier? Heute, ja, wir sind jetzt direkt aus dem Süden, sprich aus der Nähe von Ingolstadt angereist. Und freuen uns riesig hier zu sein, haben noch ein kleines Stück, einen Zwischenstopp in Lindau gemacht und sind dann direkt nach Sargans gekommen, waren vor ein paar Jahren hier und freuen uns riesig wieder hier zu sein. Der Keller ist gefüllt, brechend gefüllt und wir freuen uns auf das Konzert. Unglaublich, habe ich gehört. Bielefeld, Amsterdam, wer kommt aus Amsterdam? Direkt angereist aus Amsterdam oder was? Nein, wir sind die letzten Tage unterwegs gewesen mit der Band. Und du spielst Mundharmonika oder was? Nein, das ist. Ah, das bist du. Das bin ich. Genau. Ist aber völlig untypisch, dass man Mundharmonika spielt bei Boogie Woogie. Ja, aber man wird es gleich hören. Ich denke mal, das passt schon wunderbar rein. Und seid ihr nervös? Oder? Na klar, Lampenfieber also, haben wir immer. Okay, los geht's. Ne? Danke. Also du bist der Pfarrer von Sargans? Ja, also der reformierte Pfarrer von Sargans und das ist meine Frau da. Unglaublich. Ja. Ja. Und du gehst in den Jazzkeller? Ich gehe immer in den Jazzkeller, wir gehen zusammen immer in den Jazzkeller, weil das ist doch schlicht Psychohygiene par excellence, oder? Aha, damit du dann wieder fit bist am Sonntag zum Predigen? Ja, zum Beispiel zum Predigen oder zu was auch immer, das ich dann am Sonntag mache. Also zum Beispiel jetzt gerade eine Ferie, da wird nicht predigt am Sonntag. Ein riesen Auflauf, ist das immer so? Ja, das ist klar. Die Leute kommen gerne in den Jazzkeller. Man weiß, dass gute Musik läuft, egal welche Richtung. Ja, es ist ein Treffpunkt. Es ist ein Treffpunkt unter Freunden und Musikliebhaber und Leute, die gerne im Städtli sind. Und international, gell? Die Musiker können es zum Beispiel von Bielefeld, von Holland, also ist das immer so? Genau, also sie haben einen Weg von 7-8 Stunden, also das ist beachtlich, dass sie das auf sich nehmen. Und ja, wir haben zum Teil aus Paris oder aus Wien Musiker, es ist, sie wollen einfach nach Sargans spielen, weil das hat sich rumgesprochen unter Musiker, dass sie gerne hierher kommen. Sie wissen, dass sie gut aufgehoben sind, dass sie ein tolles Publikum haben und einfach alles stimmt. Gut verpflegt werden.
besonderes Erlebnis, als Eko und ich diese Formation gegründet haben mit Boogielicious, und wir haben uns über, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Elite-Partner im Internet, Boogie-Boogie-Partner mehr oder weniger. Ein guter Freund schickte mir einen Link über YouTube, also von YouTube, und sagte, Mensch, hör dir mal den Pianisten, den Eko mal an, der wohnt in Holland. Und daraufhin habe ich mir das Video angesehen und habe ihm sofort eine Mail geschrieben und habe ihn gefragt, Mensch, hast du nicht Lust mit mir Musik zu machen? Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, der ein oder andere wird mich kennen, ich war mit Contemporaries von Inning bis Skandinavien auf Tour, habe viele tausend Konzerte gespielt mit einer Boogie-Woogie-Formation, und dann löste sich diese Formation auf, jeder ging zu seiner Wege, und dann habe ich Eko angeschrieben, ein guter Freund hat uns, wie gesagt, vermittelt, und wir haben sofort Feuer und Flamme gefangen und haben das erste Konzert in der Kulturetage in Oldenburg gespielt, und das war ein Riesenfest und hat super Spaß gemacht. Man sitzt auch so schön auch zusammen, es kommen sogar Leute von Indien. Wenn man da überall schaut, es hat eine ganz internationale Kundschaft da. Ich will vielleicht noch geschwind an Matthew zu Wort geben. Matthew, warum bist denn du da? Ich habe viel gehört über das Musikfest und alles und finde es super genial. So viele Leute, und das ist super.